Hallo ihr Lieben, der November hat bereits begonnen und deswegen wird es Zeit für die Leseliste für das Want to Read. Und das kommt jetzt heute auch. Ich habe es heute extra ein bisschen kleiner gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Monaten nie alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Und deswegen habe ich jetzt nur 10 Bücher genommen und ein Hörbuch in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Kann sein, dass ich nur 8 davon schaffe, aber dann ist das okay, weil ich mir halt nicht so viel vorgenommen habe. Und deswegen, ja, fange ich an und zeige euch erstmal das Hörbuch. Zwar ist das, wer hätte das gedacht, der dritte Band von Game of Thrones. Also das Lied von Eis und Feuer, Band 3, der Thron der sieben Königreiche von George R. R. Martin. Diesmal so lila und ich freue mich drauf. Solange ich noch nicht genug habe von dem Sprecher und den Hörbüchern, werde ich das, glaube ich, jetzt nacheinander immer weiterhören, bis ich genug habe oder bis die nächste Staffel kommt. Was, mal gucken, was als zuerst kommt. Aber wenn ich ja irgendwann genug habe, dann kann ich mal ein anderes Buch, Hörbuch dazwischen schieben. Aber ich lese ja auch andere Bücher zwischendurch. Von daher ist es eigentlich nicht so viel auf einmal, weil ich es ja über einen ganzen Monat verteilt höre. Es dauert ja auch immer so um die 20 Stunden. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Das nehme ich mir vor. Dann zu den Büchern. Das hier liegt hier jetzt schon ziemlich lange hier, deswegen muss es jetzt bald gelesen werden und wird wahrscheinlich auch das erste Buch im November sein, das ich beende, außer ich schaffe jetzt diejenigen nicht, die ich mir für den Oktober vorgenommen habe. Wundert euch nicht, ihr seht das schon im November, aber ich bin jetzt noch am 30. Oktober und ich hoffe, in den 2 Tagen noch 2 Bücher zu beenden. Drückt mir die Daumen, aber dann ist es sowieso schon zu spät. Auf jeden Fall wird das dann das erste sein. Und das hier ist Secret Fire, die Entflammten von CJ Doherty. Hatte ich jetzt auch schon in 2 Want to Reads, glaube ich, dabei und habe ich bisher nicht geschafft. Aber muss ich jetzt unbedingt als nächstes lesen und interessiert mich ja auch ungemein, was jetzt nun endlich Sache in dem Ding ist. Es geht um ein Mädchen und um einen Jungen, die halt irgendwas Übernatürliches treffen. Ich glaube, der Junge kann irgendwie nicht sterben, egal was er macht. Und da steckt dann irgendwas mit Magie, glaube ich, dahinter. Ich bin mal gespannt, wie sich das lösen wird, weil die andere Reihe von der Autorin Night School ja überhaupt nichts mit Magie zu tun hat. Das ist ja mehr so Thriller-mäßiger. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich richtige Fantasy ist oder ob es nur so scheint, als ob. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das jetzt sehr bald lesen. Habe ich zumindest vor. Das nächste Buch, das ich auch sehr bald lesen will, und das ist immer noch so schön, ist Straßensymphonie von Alexandra Fox aus dem Drachenmond Verlag. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Wie gesagt, das Cover spricht schon für sich und das verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich habe jetzt auf Instagram gesehen, das hatte, glaube ich, Julia Adrian gepostet oder eine andere Drachenmond-Autorin, ich weiß es gar nicht. Und die hatte dann drunter geschrieben, dass es so märchenadaptionsmäßig ist. Und das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Deswegen bin ich noch umso gespannter darauf. Mal gucken, was für ein Märchen sich da drin verbirgt. Und ja, deswegen muss das auch sehr bald gelesen werden. Es sieht irgendwie ziemlich fett aus, aber ich glaube, so viele Seiten hat das gar nicht. 370, das ist eigentlich noch relativ wenig, aber es sieht irgendwie dick aus, oder? Bilde ich mir das nur ein? Naja, ich freue mich darauf. Dann noch ein Buch, das ich auch immer noch nicht gelesen habe. Ihr beide vielleicht von Camper Donovan war ja in meinem ersten Vorschau-Video, Neuerscheinungsvideo drin und habe ich ja auch jetzt hier zu Hause und immer noch nicht gelesen. Aber es wird jetzt, glaube ich, müsste es eigentlich im November dran sein. Und dann, ja, werde ich euch berichten, wie ich das fand. Es geht ja um zwei Menschen, die jede Woche ein Date zusammen haben müssen. Und wenn sie ein Jahr überstehen, kriegen sie, glaube ich, jeweils 500.000 Dollar. Und ja, ich bin gespannt, was dahinter steckt und was sich zwischen den beiden entwickelt, weil wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Sieht man ja schon am Cover. Dann ein Buch, das auch in diesem Vorschauvideo drin war. Und zwar ist das No Going Back von Stephanie Monahan aus dem DTV Verlag. Auch dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Habe ich schon in mehreren Videos getan. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Contemporary Love Story. Ja, und steht sogar Tipp des Monats drauf. Fragt sich nur, von welchem Monat. Ich denke, der Monat, dessen Tipp das war, ist schon ein paar Monate her. Aber ich werde es trotzdem lesen und hoffentlich mögen, weil es kann ja nicht nur in diesem einen Monat gut sein, sondern wahrscheinlich in mehreren. Wenn es gut ist, ist es halt gut, egal in welchem Monat man es liest. Das seht ihr hoffentlich genauso. Dann ein fetter, fetter Klopper.
wozu man ein bisschen Überwindung braucht. Aber dann habe ich die Trilogie damit auch durch und das ist irgendwie auch schon ein bisschen Ansporn. Und zwar ist das Red Rising 3, Tag der Entscheidung von Pierce Brown. Sieht diesmal so blau aus und ist ja ein sehr fetter Klopper. Wie viele Seiten hat das? Fast 700. Okay, 656. Aber das nenne ich mal fast 700. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ob das ans Tageslicht kommt, was ich denke, oder ob es glimpflich für den Protagonisten ausgeht, da bin ich mir ja nicht so sicher, weil der Autor ja nicht daran spart, Leute auch mal umzubringen. Und ich könnte auch von ihm erwarten, dass er den Protagonisten am Ende umbringt. Könnte durchaus passieren. Deswegen bin ich mal gespannt, was passiert und ob das gut für ihn ausgeht oder nicht. Mehr muss ich dazu nicht sagen, will ich auch nicht, will ja nicht spoilern, aber ihr findet alle Bücher wie immer in der Infobox verlinkt und auch Rezensionen zu den vorherigen Bänden, falls sie existieren. Und zu diesen beiden vorherigen Bänden existieren auf jeden Fall Rezensionen auf meinem Kanal. Dann ein paar, naja, eigentlich ein Buch nur, das mich schon mal so auf den Winter und auf Weihnachten hoffentlich ein bisschen einstimmen wird. Und zwar Kiss Me in New York von Catherine Ryder. A Winter Romance steht da auch noch drauf. Ist relativ dünn, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat, glaube ich, ja, 282 Seiten. Ist jetzt nicht so viel, deswegen wird das wahrscheinlich so ein Snack für zwischendurch. Falls ich das nicht schaffe, kann ich das auch Anfang Dezember lesen, denn dann ist es noch eine bessere Einstellung auf Weihnachten, denke ich mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Es sieht hübsch aus und es wird hoffentlich so eine locker leichte Winterliebesgeschichte sein. Es geht nämlich um zwei Menschen, die sind nicht eingeschneit, aber die wollen halt wegfliegen mit dem Flugzeug. Aber durch das Wetter und den Schnee fliegen halt die Flugzeuge nicht. Die wurden irgendwie gecancelt und jetzt müssen die beiden irgendwie in einem Hotel verharren und warten, bis die nächsten Flüge gehen. Und beide sind ein bisschen herzkrank, herzgebrochen krank. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil beide verlassen wurden, glaube ich, und sie wollen halt irgendwie darüber hinwegkommen mit Hilfe eines Ratgebers. Und ob das so klappt, wie sie denken oder nicht, müsst ihr selber rausfinden. Aber ich denke mal, ja, dass da ein bisschen Geknister zwischen den beiden passieren wird. Dann mal zu einem meiner Bibliotheksbücher. Das hier hatte Jessie schon gehypt, obwohl sie es noch gar nicht gelesen hatte. Aber das kann Jessie ziemlich gut. Bücher schon mal in den Himmel loben und hypen, bevor sie sie überhaupt liest. Und meistens findet sie am Ende wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, aber sie kann sich anscheinend die Bücher gut raussuchen, die sie am Ende wirklich sehr gut findet. Und zwar ist das die beinahe größte Liebesgeschichte des Universums von Savannah's Tash oder so. Sieht so aus, ist aus dem Magellan Verlag und ja, sie mag ja so Nerd-Stuff-Liebesgeschichten und deswegen habe ich das mal mitgenommen, weil ich hoffe, dass es mir auch so gut gefallen wird wie ihr und dass ich es lesen kann, bevor sie es total bis zum Himmel hypt wie Flirt mit Nerd und ich dadurch dann vielleicht ein bisschen zu viel erwarte und es mir dann nicht ganz so toll gefällt, wie es mir eigentlich gefallen könnte, weil Flirt mit Nerd fand ich auch richtig gut. Aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, weil ich wahrscheinlich schon so viel darüber gehört habe. Und deswegen möchte ich das hier lesen, bevor ich zu viel über dieses Buch höre. Und vielleicht wird es mich dann vom Hocker hauen. Dann muss ich es mir allerdings nachkaufen. Deswegen hoffe ich das jetzt nicht so sehr. Aber ich hoffe, es wird eine süße Liebesgeschichte zwischendurch. Und es spielt auch, glaube ich, auf der Comic-Con oder so. Und da wird viel, ja, Kram sein und viel Comic-Sachen. Wahrscheinlich viele Superhelden und sowas alles. Ja, ich bin mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Dann ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe und ich bin froh, dass ich das habe. Und zwar ist das ein Buch von einer Autorin, die einen YouTube-Kanal hat und die ich schon lange verfolge. Und zwar ist das die liebe Mona Kasten. Ich habe ja auch ihr erstes Buch gelesen, Schattentraum. Da habe ich leider die Trilogie noch nicht weiter gelesen. Aber ich verlinke euch mal die Rezension zu Schattentraum in der Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Und jetzt hat sie einen New Adult-Roman rausgebracht im Lux Verlag. Und darauf habe ich mich sehr gefreut, weil ihr New Adult-Geschmack meistens mit meinem übereinstimmt. Und deswegen bin ich gespannt auf ihr Buch. Und ich habe auch schon echt viel Gutes darüber gehört. Und zwar ist das Begin Again von, wie gesagt, Mona Kasten. Sieht so aus, es finden alle wirklich sehr hübsch. Ich finde das okay, aber ich finde das jetzt nicht so herausragend, das Cover. Aber okay, jedem das seine. Mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn das gesamte Cover mit dem Foto voll wäre und nicht nur diese drei Striche. Aber ja,
Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es ist okay so. Ich bin mal gespannt, ob das zum Inhalt passt. Diese drei Striche, ob das irgendwie damit zusammenhängt oder ob das einfach nur so eine Designentscheidung war. Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall halt das typische New Adult-Ding, dass die beiden, glaube ich, zusammen in einer WG wohnen und eigentlich ja sich voneinander fernhalten wollen und das nicht so richtig klappt. Und ja, ich glaube, Bad Boy, Good Girl, sowas halt. Aber ich glaube, Mona Kasten kann sowas und ich bin sehr gespannt darauf und werde es hoffentlich sehr schnell verschlingen. Es liegen eigentlich die anderen ein bisschen weiter vorne auf meiner Prioritätenliste, aber das ist so das Buch, was ich am liebsten direkt anfangen würde, glaube ich, weil ich echt gespannt darauf bin. Dann das zweite Bibliotheksbuch. Ja, irgendwie habe ich darauf jetzt nicht so viel Lust. Eigentlich wollte ich die Trilogie schon beenden, aber dann habe ich so Stimmen gehört, die nicht so begeistert waren, vor allem mal wieder Amelie. Amelie kann das gut, Bücher, naja, so zu rezensieren, dass man dann irgendwie keine Lust mehr drauf hat. Aber gut, ich werde es hoffentlich lesen. Und zwar ist das Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz. Da meinte Amelie, glaube ich, irgendwie, dass sie das ein bisschen zu langatmig fand und ein bisschen zu ereignislos, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Sie war auf jeden Fall nicht so begeistert. Und ja, mal gucken, was ich so finde. Ich fand die ersten beiden Bände okay. Ich fand die Idee an sich cool. Aber es hat mich da auch noch nicht so umgehauen. Aber trotzdem will ich die Reihe beenden. Ich glaube, es ist auch der letzte Band. Und deswegen werde ich das jetzt lesen. Drückt mir die Daumen, dass ich es besser finde als Amelie. Ich muss da jetzt, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Die Reihe kennt wahrscheinlich eh jeder. Ich finde es ein bisschen blöd, dass unsere Bibliothek das immer so ausschneidet und so einschweißt, weil das sieht jetzt total blöd aus, dieses Rot und dieses Giftgrün. Das passt irgendwie nicht so zusammen hier. Das sieht echt nicht so gut aus. Aber gut, kann man nicht ändern. Kann man wirklich nicht ändern. Und das letzte Buch, das hatte ich angefragt, das Rezensionsexemplar, weil Amelie es gut fand. Und sie war ja vorher ein bisschen skeptisch und ich war da auch ein bisschen skeptisch, deswegen hatte ich es auch vorher nicht angefragt, weil es schon eine Zeit lang erschienen ist. Aber Amelie fand es gut und viele andere fanden es auch gut. Und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt fragst du es an, vielleicht findest du es auch so gut. Irgendwie spricht es dich ja doch an. Und wenn es viele so gut finden, kann es ja eigentlich nur ziemlich gut sein, hoffe ich zumindest. Und zwar ist das Armani Rebellen des Sandes von Alwyn Hamilton. Sieht so aus, aus dem CBT Verlag. Ich habe auch dazu das Poster gekriegt. Das kriegt, glaube ich, jeder, der das anfragt. Ich habe das Poster auch in der Buchhandlung gesehen. Ich glaube, wenn man es kauft, kriegt man das dann auch dazu. Ob ich das aufhängen werde, weiß ich nicht. Ich bin schon ein bisschen alt dafür, aber vielleicht kann ich es ja mal zu einer Verlosung dazu packen oder so, falls ihr Lust darauf habt. Auf jeden Fall, Armani ist ein bisschen dünner, als ich gedacht habe, weil ich habe es in der Buchhandlung auch nie so in die Hand genommen. Aber ja. Es soll eine gute orientalische Geschichte sein und die Protagonistin soll auch ziemlich tough und eigenständig sein und darauf hätte ich echt Lust, weil ich gerade ein Buch lese, das irgendwie nicht so ganz so ist. Und obwohl es so gehypt wurde und viele es richtig gut finden, finde ich es jetzt gerade nicht so toll. Aber mehr erfährt ihr dann im Lesemonat. Ich werde es auf jeden Fall noch beenden im Oktober, glaube ich. Ja, müsste ich. Aber das hier. Das soll gut sein. Und ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich so. Ja, und ich werde es hoffentlich lesen. Wenn nicht, dann muss es auch mit in den Dezember wandern, weil das jetzt ganz hinten auf der Prioritätenliste steht. Und das heißt, wenn ich nicht all das von My Want to Read im November schaffe, dann wird das hier in den Dezember mitwandern. Aber ich hoffe natürlich, dass ich so viel wie möglich schaffe, weil ich ja auch Lust auf all diese Geschichten habe. Also drückt mir die Daumen, wenn ihr wollt. Und ja, das war das letzte Buch. Damit war es das auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon schon gelesen habt, wie eure Meinungen dazu sind, ob ihr es empfehlen könnt oder nicht. Oder auch, was ihr euch so vorgenommen habt im November und worauf ihr euch am meisten freut. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bye, Leute.